Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute meinen zweiten Teil zu meinen Herbstfavoriten abdrehen. Und diesmal handelt es sich nur um Beauty-Produkte in der dekorativen Kosmetik. Hier sind Lippenstifte mit bei, Blushes, Nagellacke. Die Sachen, die ich jetzt wirklich sehr, sehr gerne trage in dieser Jahreszeit. Ich inspiriert so ein bisschen an dem Laub draußen, ist mir aufgefallen. Fangen wir doch direkt mit der Kategorie Nägel an. Und hier möchte ich euch einen Nagellack vorstellen, der in aller Munde war, zumindest bei den Bloggern und Beauty-Verrückten. Und das ist Red Sin von Sally Hansen, die 610. Kennt ihr diesen Moment? Ihr denkt, wow, ihr habt die Farbe gefunden, die 100% zu euch passt. Yay! Und auf einmal hat jeder sie, weil sie in einer Zeitschrift drin war. Und ihr ärgert euch, dass ihr so viel Geld ausgegeben habt für dieses Produkt, was ja um die 9 Euro kostet, also 8 Euro, 9 Euro, irgendwie so. Und dann kriegt ihr genau dieses Produkt in einer Zeitschrift für 2,50 Euro. Und ich dachte mir so, what? Warum genau die Farbe? Sally Hansen, ihr habt doch so viele Farben. Warum die ich mir gekauft habe? Aber ist überhaupt nicht schlimm, der Nagellack hat es verdient, so angepriesen zu werden und die Farbe sowieso. Ich habe mir auch dann, weil ich war ja so deprimiert, dass ich mir den gekauft habe, obwohl es den jetzt in der Glamour gab, wie auch immer, habe ich mir auch die andere Farbe von Glamour gekauft, mit der Glamour logischerweise. War es die Glamour? Ich will jetzt gar nicht lügen, oh weia. Super Haltbarkeit, super schnell aufgetragen, trocknet super schnell. Auch wenn ich eine zweite Schicht drauf mache, ist sie relativ schnell trocken. Kann sie vergleichen mit Essig. Ich finde allerdings, dass die hier nochmal einen Ticken länger halten. Zumindest bei mir. Ich finde nämlich, Nagellack zu empfehlen, ist relativ schwer. Es gibt Leute, die finden Essig ganz, ganz furchtbar, weil es bei denen nicht hält. Bei mir zum Beispiel ist OPI, hält bei mir überhaupt nicht. Annie auch nicht. Daher, ja, der hält bei mir jedenfalls sehr gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Um benanntes Essig nochmal zu erwähnen, hier habe ich die Farbe Saint-Tropez und die ist so, so schön. Ich finde halt gerade so eine roten, bärigen Töne, die mich wirklich ans Laub erinnern, wenn das Laub schon so gelblich-rot wird. Wunderschön. Und da finde ich das dann einen schönen Kontrast, wenn man eben so eine knallige, dunkle Farbe die ganze Zeit getragen hat, wie ich jetzt halt gerade. Dann habe ich danach immer Lust, eher was runterholt, wieder so zu tragen. Also ich möchte nicht immer dunkel, 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 dunkel. Das bin nicht ich und deswegen muss ich den euch auch einfach zeigen, weil das ist eine Farbe, die ich auch sehr gerne getragen habe in letzter Zeit und auch weiterhin tragen werde. Das ist immer so einer, wenn du nicht weißt, was du tragen willst, dann mach dir den drauf. Er passt zu allem und hält auch super gut. Also kann ich mich nicht beklagen. Muss aber sagen, dass Sally Hansen hier von der Haltbarkeit mich einen Ticken mehr überzeugt hat. Jetzt zu einer Sache, die ich immer noch Nagellack übrigens, wo ich sehr überrascht war, und das ist bis jetzt mein einziger Nagellack, den ich besitze von dieser Firma, und zwar von Wet n Wild Burgundy Frost. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich habe den auch schon eine ganze Weile, habe ihn aber erst jetzt wieder rausgekramt und finde ihn wirklich wunderschön. Er hat so einen orange-gold-glitzernden leichten Schimmer drin, total schön, hält mega gut. Für ein Produkt, was glaube ich nur um die 2 Euro kostet oder lasst es 3 sein, ich bin mir wirklich nicht sicher, ich habe den schon vor einer ganzen Weile gekauft, ist der einfach grandios. Er deckt in einer Schicht, ich habe mir auch geschworen, wenn ich wieder zu Edeka komme, weil bei uns gibt es den Wet n Wild nur bei Edeka, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, dann werde ich mir diesen Nagellack bzw. diese Reihe von Nagellack definitiv noch anschauen und weitere Farben kaufen, weil wow, Produkt stimmt, Preis stimmt, warum nicht? Um jetzt zur Kategorie Auge zu kommen, möchte ich euch meine zwei Lieblingsprodukte für die Augen im Moment vorstellen. Und zwar ist es ein schimmernder Lidschatten von Essence in der Farbe 20 Rosy Happiness. Da könnt ihr theoretisch jeden wählen, der leichten Schimmer hat, der aber hell ist und euch ein bisschen mehr Glanz aufs Auge zaubert und somit ein bisschen den Schein hat von dein Auge ist wach, dein Auge wird geöffnet und wird nicht geschlossen durch irgendeinen Lidstrich oder ähnliche Dinge. Dann benutze ich auch sehr, sehr gerne, dann um das Auge wieder ein bisschen zu definieren und ein bisschen den Glanz runterzunehmen, in der Crease hier dieses Taupe von Kiko in der 122. Superschönes Braun, ist eher von der kühlen Sorte und deswegen gebe ich das sehr gerne in meine Lidfalte. Und man sieht einfach nicht überschminkt aus, trotzdem hat man einfach ein frisches Auge und das mache ich total gerne. Und gepaart damit möchte ich natürlich meine Wimpern auch ein bisschen tuschen, aber eben nicht in den Vordergrund stellen, weil für mich einfach im Herbst die Lippen im Vordergrund stehen. Und dann habe ich mir hier, und das ist wirklich schwer zu finden, einen braunen Mascara geholt. Beauty Insider Volume Mascara von P2. Und ich fand es unheimlich schwer in der Drogerie, eine ordentliche braune Mascara zu finden. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht Vorschläge, welche ich noch ausprobieren könnte? Ich finde die eigentlich ganz gut, aber sie ist mir eigentlich noch ein bisschen zu nass. Ich hoffe, sie trocknet noch ein bisschen ein. Aber sonst finde ich die super.
Und wie gesagt, man findet eigentlich kaum was in der Richtung. Jedenfalls finde ich die total toll, weil sie einfach nicht, bam, deine Wimpern sind da, sondern einfach, okay, du hast schöne, volle Wimpern, ohne doll aufzufallen. Ich trage den Look auch heute extra, damit ihr das sehen könnt. Ja, das war zumindest Kategorie Auge. Ziemlich basic, nicht viel Schnickschnack. Und deshalb gehen wir jetzt mal auf die Kategorie Wange, Gesicht viel eher. Ich bin eigentlich kein Make-up-Träger, das habe ich schon mehrmals erwähnt, aber in der Jahreszeit brauche ich das einfach, weil ich so blass bin, dass ich einfach ein bisschen mehr Frische in mein Gesicht zaubern muss. Und um diese Frische zu erreichen, kommt neben dem Make-up für mich ein goldener Highlighter ins Spiel. Golden deshalb, weil ich einfach finde, dass der Herbst goldig ist. Das ist für mich nichts für den Winter wiederum. Im Winter bin ich dann doch auf dieses richtig eisige Highlight aus, aber hier im Herbst finde ich goldenen Highlighter super schön. Zaubert nochmal so ein bisschen Frische ins Gesicht, ohne überladen zu wirken. Und hier habe ich jetzt einen von Essence Metal Glam und es tut mir leid, ich habe gerade gemerkt, er ist wirklich aus einer LE. Ich weiß aber, dass es einen ähnlichen bei Essence noch gibt und schaut euch da einfach mal um. P2 hat auch viele Produkte, die in die goldene Richtung gehen. Ja, tut mir leid, dass ich das jetzt doch erst zu spät bemerkt habe, aber das ist jedenfalls ein Highlighter, den ich sehr, sehr gerne mag, den ich heute auch trage. Ich kann jetzt gerade leider nicht sagen, ob ihr das seht, aber ich mache euch natürlich eine Nahaufnahme. Gepaart damit möchte ich aber nicht meine Wangen in den Vordergrund stellen und gehe da eher auf ein mattes Blush. Und hier habe ich das von Essence Matte Touch Blush in der Farbe 10 Peach Me Up. Deshalb, weil ich dazu neige, wenn die Jahreszeit sich wechselt sozusagen, eher so rote Wängchen zu bekommen. Wenn ich jetzt noch richtig viel Blush drauf geben würde, dann würde ich ja überblushed aussehen. Und daher gehe ich eher auf so eine dezenten Farben, die auch nicht zu strahlend sind. Und das ist wirklich sehr so, ich finde eigentlich, dass es eher ein Rosenholzton ist in meinen Augen. Und ja, matt deshalb, weil ich ja schon viel Highlight drauf gegeben habe mit dem goldenen Schimmer. Und somit bin ich nicht überladen mit zu viel Schimmer, weil Schimmer auf den Augen, auf den Wangen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Jedenfalls ist es die Farbe und ich finde die super, super schön und schaut sie euch definitiv an. Ja, Mädels, jetzt kommt die Kategorie, die für mich am allerwichtigsten im Herbst ist, und zwar die Lippen. Und hier übertreibe ich jetzt relativ. Ich glaube, viele werden es zu übertrieben finden, es im Alltag gut zu tragen. Ich persönlich mag es total und hoffe, euch gefällt es auch und inspiriert euch eventuell eine der Farben vielleicht nachzukaufen. Und ich würde sagen, ich trage die jetzt alle mal auf und zeige sie euch hintereinander und berichte euch, wie ich die Produkte finde und warum ich sie gut finde und ja, let's start. Beginnen wir mit der Farbe, die ich jetzt aktuell trage und zwar ist das ein Lip Liner eigentlich von Trended Up in der Farbe, 010 und das ist wohl ein Dupe zu Velvet Teddy. Ich habe kein Velvet Teddy, daher kann ich das nicht bestätigen. Ich allerdings liebe diesen Look, denn ja, ich habe erwähnt, ich mag knallige Lippen im Herbst, aber das ist eine Farbe, die kann man tragen, wenn man eben doch nicht unbedingt zu knallig rausgehen möchte. Ich finde, es ist ein schöner gedeckter Ton. Er glänzt nicht, er hält super, super lange und das ist mir wichtig bei einem Lippenprodukt. Und, das finde ich auch sehr wichtig, es trocknet nicht aus. So, wir tasten uns näher an das etwas dunklere. Ich hoffe, ihr könnt den Unterschied erkennen. Das hier ist jetzt ein Lippenstift von Rival de Loupe in der Farbe 25. Man hat hier unten übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, auch so ein kleines Pfändchen, wo auch nochmal Lippenprodukt ist, wo ihr dann mit dem Lippenpinsel reingehen könnt, falls ihr das lieber mit dem Lippenpinsel auftragen möchtet. Finde ich auch super, denn wenn ich den für mich benutze und eine Freundin sagt, oh, ich will den auch haben, aber euch ist es vielleicht unangenehm, dass sie mit euch den Lippenstift teilt, könnt ihr immer noch das hier rausnehmen und ja, ich finde das super. Ich persönlich habe damit ja auch kein Problem, aber ich wollte es nur erwähnt haben, dass man da schon mal mit dem Lippenstift nichts falsch macht. Jedenfalls ist das so ein relativer braun-rosenholz-Ton, zumindest auf meinen Lippen. Ich finde den super schön. Was ich allerdings nicht so mag, ist der Auftrag. Er ist relativ kratzig, wenn ich das so sagen kann. Fühlt sich aber dann auf den Lippen total cremig und schön an. Aber nicht so, dass ihr das Gefühl habt, es flutscht euch von den Lippen runter. Überhaupt nicht. Also ich fühle mich damit recht sicher. Es ist ein Lippenstift, den man auftragen kann, ohne einen Spiegel dabei zu haben. Und viel mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Außer, dass das halt auch ein Ton ist, den man im Alltag, in der Schule überall tragen kann, weil er eben doch relativ nude ist. Jetzt möchte ich euch einen Lippenstift vorstellen von Essence. Und zwar aus dieser Nude-Reihe. Und zwar ist das die Farbe 03 Come Naturally und ich liebe diese Farbe. Auf meinen Lippen kommt die relativ braun mit einem Mini-Einschlag lila-blau raus. Und auch das ist ein Lippenstift, den Anfänger super tragen können, weil er einfach nicht zu viel macht, aber trotzdem
eine schöne Lippe macht und man kann mit diesem Lippenstift einfach nichts falsch machen. Egal, ob man ein starkes Make-up trägt oder nicht, es ist doch ein Hingucker und wie gesagt, ich werde oft darauf angesprochen, wenn ich diesen Lippenstift trage, welcher das denn sei und für den Preis könnt ihr da echt nichts falsch machen. Ist eigentlich immer in irgendeiner Handtasche drin und könnt ihr euch noch an mein Essence-Neuheiten-Produkte-Video erinnern, wo ich die Lippenstifte vorgestellt habe? Das ist jetzt zum Beispiel einer dieser Lippenstifte und ich hätte nicht gedacht, dass ich so oft diese Lippenstifte benutzen werde, weil sie doch recht schier sind. Und ja, ich habe versprochen, wir gehen noch in die dunkleren, ich weiß, aber ich wollte eben auch diese Herbsttöne zeigen, die jeder tragen kann. Und das ist ein Lippenstift von Essence, wie gesagt, in der Farbe 07 Sparkling Miracle. Und bei diesen Lippenstiften, und das konnte ich euch damals noch nicht so gut sagen, muss ich euch sagen, ihr habt danach einen absoluten Stain auf euren Lippen. Ich habe den getragen, als ich bei Swan Beauty war und wir haben versucht, diesen Lippenstift wegzubekommen, weil wir mal schauen wollten, wie so ein Contouring an den Lippen bei mir aussehen würde. Wir haben diesen Lippenstift nicht mehr wegbekommen. Und das finde ich eigentlich total gut, weil das so ein Produkt ist, kannst du immer drauf tragen, hast keine Probleme mit, brauchst keinen Spiegel und wenn du isst, hast du danach immer noch was drauf. Unfassbar gute Qualität vom Lippenstift und meine Lippen sind danach nicht trocken wie von anderen Lippenstiften eventuell. Holla die Waldfee, schaut euch die Reihe an. Ich finde sie eigentlich alle grandios. Ich habe auch schon 2, 3 verschenkt und die Leute finden die auch alle gut. Und das ist jetzt halt hier ein lila Ton, der nicht so stark auf den Lippen natürlich rauskommt, weil es ist ein schierer Lippenstift. Der hat einen leichten Glitzer drin, was mich überhaupt nicht stört, weil ich finde, dass ein leichtes Glitzer im Herbst bei mir halt sein darf, wie auch schon mit den anderen Produkten erwähnt. Das hier ist jetzt ein Lippenstift aus der Kategorie, ihr kriegt sie nicht hier in Deutschland, aber ihr könnt sie ganz locker online bestellen. Und zwar ist es einer von Rimmel und das aus der Kate-Reihe. Und zwar in der Farbe 22. Und das ist eigentlich, ich wette, P2 und Co. haben auch so eine Farbe. Das ist ein schöner Rotton mit einem Einschlag ins Pinkige, würde ich behaupten. Tragbar für jede Situation. Es sieht super klassisch aus. Rote Lippenstifte sowieso, aber der hat eben diesen pinken Einschlag noch. Kann ich einfach nur ans Herz legen, Mädels. Und jetzt wieder ein Essence-Produkt aus der neuen Reihe sozusagen. Und zwar ist das der Essence XXL Long Lasting The Matte Lippenstift Lip Gloss in der Farbe 16 Berry Me Up, Berry Cream, Entschuldigung. Und der ist so, so schön. Ich bin einfach verliebt in diese Farbe und das ist wirklich eine Farbe, die ich seit Wochen schon trage und eigentlich mir nicht mehr wegdenken kann. Eigentlich habe ich den schon seit dem Umstellen des Sortiments sozusagen, aber jetzt seit Anfang September ständig getragen und er ist auch schon gut leer, also er ist bis hier leer, man sieht jetzt hier, ihr seht das vielleicht nachher in der Nahaufnahme. Und was ich genial finde, wenn man dran leckt, hat der wirklich einen bärigen Geschmack. Muss man mögen, ich finde es genial und kann euch auch wieder nur empfehlen, dass ihr, wenn ihr auf knallige Lippen steht, auf Produkte, die sich gut auf den Lippen anfühlen, dann schaut mal, ob ihr den vielleicht auch noch kriegt und auch so grandios findet wie ich. Und ja, wir sind jetzt bei den dunklen, bärigen Lippen angekommen. Und zwar ist es ein Lip Liner von Alverde in der Farbe 15 Aubergine. Ich bin verliebt in diese ganz dunklen, bärigen, fast braun-schwarzen Töne momentan. Ich habe die relativ neu für mich entdeckt dieses Jahr. Dank der lieben Jamina 1404. Ich verlinke mal ihren Kanal hier. Und vielleicht auch ihr Lippenstift-Produkte-Video für den Herbst. Dann habt ihr auch dort auch gleich noch eine Anregung. Und ja, was will ich dazu sagen? Das Produkt an sich ist super. Die Farbe ist schön und sie hält auch sehr lange. Es verläuft nichts. Liegt daran, dass dieses Lippenprodukt wirklich relativ trocken ist. Für Mädels, die wirklich trockene Lippen haben, die noch nicht mal mit einem Pflegeprodukt drunter arbeiten können, um das wieder ordentlich hinzukriegen, also mit starken Lippenfalten oder ähnliches, würde ich das natürlich nicht empfehlen. Ich habe da relativ Glück mit, dass ich nicht so viele Lippenfalten habe und auch mit trockenen Lippen nicht so stark zu kämpfen habe. Aber das ist ja für viele ein Thema im Herbst und deshalb ist das ein Produkt, was ich zuletzt zeige, weil es schwer ist. Es ist wirklich schwer zu handeln, wenn man trockene Lippen hat und auch so abfallende Lippen hat wie ich. Ja, meine Lieben, das waren jetzt meine Beauty-Produkte im Bereich dekorativer Kosmetik. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es sind so 1, 2 Produkte für euch auch mit bei, die ihr gerne nachkaufen wollt oder ausprobieren wollt oder sogar vielleicht schon zu Hause habt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet und vielleicht auch 1, 2 Anmerkungen, was ihr als nächstes Video vielleicht in der Herbstreihe noch sehen wollen würdet, in die Kommentare damit. Falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, freue ich mich natürlich, wenn ihr mich abonniert, damit wir auch keine Videos mehr zusammen verpassen. Und ja, ich habe
die 1000 Abonnenten erreicht. Kurzes Siegertänzchen. Ich danke euch für 1000 Abonnenten. Ich hätte damit niemals gerechnet und ich muss das jetzt endlich mal sagen. Ich habe ganz lange gewartet, bis ich jetzt sage, danke, 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 weil ich mir so unsicher war, dass vielleicht doch wieder einige abspringen und oh, ihr seid einfach klasse. Ihr begleitet mich jetzt schon seit gut anderthalb Jahren auf YouTube und wir entwickeln uns alle so gemeinsam irgendwie und wow, ich bin sprachlos. Ich meine, 1000 Abonnenten, ihr müsst euch das mal vorstellen, in einem Raum 1000 Menschen, die euch angucken oder die euch verfolgen. Das ist schon echt. Wow. Ich danke euch und es soll jetzt auch gar nicht gekünstelt oder ähnliches rüberkommen. Ich werde mir was einfallen lassen, wie ich euch danken kann, definitiv. Und möchte euch jetzt erstmal auf diesem Weg ganz, ganz, ganz lieb Danke sagen, dass ihr den ganzen Quatsch hier mit mir mitmacht und mich verfolgt und ja.